Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Yummy Pilgrim Video. Heute gibt es wieder Mama kocht mit mir. Sie steht da, ja. Sie will nicht vor die Kamera, aber sie ist dabei und sie zeigt mir jetzt, weil ich habe das noch nie vorgekocht, also gebacken, wir backen nämlich heute was. Wir machen nämlich Cassava Cake, das zeigt sie mir, wie wir das machen. Es geht alles dann in die Schüssel, genau, das Filipino Food mal wieder, weil wenn sie da ist, kochen wir gerne was Philippinisches. Und dann lerne ich auch wieder was Neues, weil, ja, wie zum Beispiel, das habe ich noch nie selbst gemacht. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was ist Cassava? Cassava ist so eine, ich finde, es sieht aus wie so eine Wurzel, heißt auch Maniok, heißt auch Tapioca, heißt auch Yuca. Also es, je nachdem, welche Sprache gibt es, glaube ich, auch viel in Südamerika wird das gegessen. Asien. Genau, und halt in Asien natürlich. Und das ist gefroren. Das findet ihr in der gefrorenen Abteilung im Asiamarkt. Deswegen tropft das jetzt ein bisschen. Wir haben es nämlich ja, so ein bisschen enteist oder aufgetaut. Das ist komplett aufgetaut, jetzt ist es weich. Das ist einfach, steht auf frozen, grated, also tiefgekühlte, geriebene Cassava. Genau, auf Deutsch heißt es Cassava. Und davon braucht man 2 Packungen. Also insgesamt 1 Kilo ungefähr. Ja. 1 Kilo gefrorener Cassava, aufgetaut, wichtig. Dann brauchen wir eigentlich, genau, das war der Tipp von meiner Mutter, hat sie mir vorhin gesagt, aber wir haben es leider nicht gefunden im Asiamarkt. Nämlich, wie hieß das nochmal? Macapuno. Genau, Macapuno, das gibt es im Glas, ne? Das ist so in so einem Zuckersirup oder sowas eingelegt. Special, aber es ist leider nicht verfügbar gewesen, in diversen Asiamärkten ausverkauft gerade. Deswegen kann man alternativ nehmen, aber das ist auch, glaube ich, nur eine Option, also optional muss man nicht machen, ne? Nein. Dass man jetzt hier die ja, frisches Kokosfleisch, also so frische, frisch geraspelte Kokosnuss ist das, auch gefroren. Und das alles auftauen und dann können wir loslegen. Also Zucker, brauner Zucker. Margarine. Margarine. Wir machen ein Measurement, so, das ist besser. Okay, also das ist jetzt die Margarine. Und der Zucker, der wird jetzt zusammen verrührt. Kann man auch einen Mixer machen. Ja. Aber geht auch so. So. Und jetzt? Kokos. Jetzt kommt die Kokosmilch dazu. Alles gleich, oder was? Mhm. Okay. Kannst du auch langsam machen, das ist dann. Du willst keinen Schneebesen nehmen, lieber. Oh ne, es geht schon so. Ne? Also Kokosmilch. Das liebt der Peaches, so abzuschlecken dann. Ja? Ja, der liebt der Kokosmilch. Also Salz. Genau, da vorne mal ein bisschen testen, ob auch alles gut schmeckt. Das ist die Kokosnuss. Ja, und es gibt nachher dem Kuchen ein bisschen mehr Biss, mehr Struktur so. Also jetzt kommt alles. Mhm. Und immer mischen. Also alles rein. Kokosnuss. Das riecht schon mit Kokos. Und Cassava, so sieht es, das ist richtig fein geraspelt, ne? Das ja. Du kannst auch selber raspeln von frisch. Musst du auch erwähnen. Ja, du erwähnst es gerade. Okay, man kann es auch frisch gesagt. Genau, also so sieht das aus. So sieht das Gemüse, das ist eigentlich ein Gemüse aus, ne? Und das kann man dann ausziehen. Aber man muss erstmal schälen auch. Aber ist das noch roh oder ist es gekocht? Ist roh. Also wir brauchen solche Auflaufformen und das ist jetzt auch optional, das habe ich nur halt gestern im Asiamarkt gefunden und zwar sind es so Bananenblätter, muss man aber nicht benutzen, weil ihr könnt das auch einfach so dann, aber ausfetten oder die Form oder reicht das Fett schon von der? Für mich reicht immer, okay. Aber also klebt nicht? Nein, das klebt. Okay, es klebt nicht. Also das Fett reicht schon, aber ihr könnt es einfetten. Und ihr könnt Banana Leaves nehmen, müsst ihr aber nicht, wie gesagt. Aber dann gibt es nochmal einen
besseren Geschmack, sage ich euch. Ist nochmal leckerer. Und es sieht halt wunderschön aus, ja, in den Blättern. Genau. Dann füllen wir die Masse jetzt hier ein. Und dann geht das Ganze in den vorgeheizten Backofen. Und zwar bei wie viel Grad? 200 Grad. Ah, Grad. 200 Grad. 50 Minuten bis eine Stunde. Okay. Je nach Dicke. Mhm. Jetzt ist es fertig. Das erste zumindest. Das andere braucht noch ein bisschen, ne? Muss noch ein bisschen bräunen. Aber so sollte es aussehen oben. So schön karamellisiert vom, ja, vom Zucker. Jetzt auskühlen lassen und dann kann man essen. Jetzt wird probiert, fertig. Ihr seht, es ist sehr viel Kokosnuss drin. Das ist schon geil. Viel Füllung. Also es ist noch sehr warm. Es ist besser zu schneiden, wenn es natürlich kalt ist. Aber meine Mutter mag das gerne warm. Hat sie eben gerade nochmal betont, dass sie es gerne warm isst. Deswegen haben wir es jetzt schon warm geschnitten. Mhm. Mhm. Lecker. Ist auch nicht zu süß. Das ist so die Art, wie sie auch immer, wenn sie was backt, das auch macht, dass es meistens nicht zu süß ist. Man könnte es noch süßer machen, finde ich sogar. Sie wird mir bestimmt, sie ist gerade auf Toilette, sie wird mir bestimmt jetzt nicht recht geben, weil sie mag das gerne so, aber ich finde, es könnte noch ein bisschen süßer sein sogar. Aber lecker. Mhm. Das ist so knatschig. Gelee-artig, wisst ihr, so typisch halt von der Cassava. Dann hat man aber noch Biss durch die Kokosraspeln, die da drin sind. Das macht das so richtig gut von der Textur, das ist das, was sie meinte. Und oben ist es dann so karamellisiert und hat so eine leichte Kruste, das ist ganz lecker. Genau, also probiert es gerne mal aus. Wie gesagt, das Rezept findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dem Video, mal ein anderes Kochvideo mit meiner Mama zusammen, ein Rezept von ihr. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn ihr das nachmachen solltet, tag mich auf jeden Fall auf Instagram mit dem Hashtag YummyPilgrim oder direkt auf FunnyPilgrim taggen. Dann reposte ich das gerne in meiner Story und wir sehen uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.